Hallo, liebe Familienhausfreunde. Wir haben heute ein Corona-Update für euch mit teilweise neuen Regelungen. Und zwar gelten die ab Montag, den 25. Januar 2021. Der Bund und die Länder hatten sich entschlossen, die Beratung vorzuziehen und jetzt nicht auf den 31. Januar zu warten, denn sie befürchten, dass die Corona-Mutation aus Großbritannien und Südafrika uns Sorgen bereiten könnte. Diese Mutation wurde nun ja auch schon in Deutschland festgestellt. Genaue Erkenntnisse gibt es dazu noch nicht, aber was man schon weiß ist, dass sie wohl deutlich infektiöser, sprich ansteckender ist. Deshalb möchte die Regierung vorsorglich handeln und trotz leicht sinkender Infektionszahlen, die wir schon teilweise hatten, Maßnahmen zur Eindämmung des Virus erhöhen. Ja, und ein weiterer Grund ist natürlich auch, dass die 7-Tage-Inzidenzen dadurch sinken sollen, um in möglichst vielen Regionen einen Wert von unter 50 Infektionen je 100.000 Einwohner zu erreichen. Ja, nun wurde also Folgendes beschlossen. Erstens, der Lockdown wird bis zum 14. Februar 2021 verlängert. Und an den Kontaktbeschränkungen ändert sich nicht viel, aber ein kleines bisschen. Also weiterhin darf der eigene Hausstand sich mit einer weiteren Person aus einem anderen Hausstand treffen. Neu ist allerdings, dass Kinder bis 3 Jahre nun ebenfalls am Treffen teilnehmen dürfen. Hintergrund dieser Änderung, der Alltag für Familien mit Kindern soll dadurch etwas erleichtert werden. Außerdem ist neu, dass sich 2 Familien bei der Betreuung ihrer Kinder bis zum 14. Lebensjahr gegenseitig unterstützen dürfen. Also ihr könnt euch zum Beispiel mit einer Freundin bei der Kinderbetreuung abwechseln, um weiterhin eurer Berufstätigkeit nachgehen zu können. Der 3. Punkt. Bundesweite Ausgangssperren gibt es erst einmal nicht. Jedoch wird es wohl vereinzelt in den Regionen mit hohen Infektionszahlen, also sprich den Hotspots, Maßnahmen geben, die erhöht werden. 4. Schulen und Kitas bleiben vorerst auch bis zum 14. Februar geschlossen. An den Einschränkungen ändert sich also nichts. Die Notbetreuung bleibt weiterhin gewährleistet. 5. In Straßenbahnen und Geschäften, das ist jetzt auf jeden Fall neu, müssen medizinische Masken, sogenannte OP-Masken, die in etwa so aussehen, getragen werden, oder Masken mit den Standardbezeichnungen KN95 oder N95. Das sind diese und die haben hier so einen kleinen, so eine Einstanzung, auf dem dann eben die Bezeichnung draufsteht. Oder die sogenannten FFP2-Masken. Und ich habe nochmal die Verpackung dazu genommen, denn die sehen den anderen Masken sehr ähnlich, aber auf der Maske selber ist auf jeden Fall nochmal die Bezeichnung FFP2. Also Geschäfte, Straßenbahnen, Busse, öffentlicher Nahverkehr dementsprechend. Ja, was sind denn eigentlich die Unterschiede zwischen FFP2, KN95, N95 und dieser OP-Maske? Erstmal haben sie natürlich alle partikelfilternde Bestandteile, sprich es erfüllen alle Masken eine Norm, die voraussetzt, dass nicht nur der Träger seine Mitmenschen schützt, sondern wir schützen uns damit auch besser selber. FFP2-Masken erfüllen die deutsche Norm, die N95er kommen aus Amerika. Und die KN95 aus China. Deswegen wird halt auch empfohlen, bei diesen Masken am besten in die Apotheke zu gehen, um diese zu kaufen. Und die OP-Maske schützt eben auch anders als unsere selbstgenähten Masken oder Schals nicht nur unsere Mitmenschen, sondern wir können uns jetzt auch damit selber schützen. Deswegen möchte die Bundesregierung eben, dass wir auf diese Masken zurückgreifen. Es gibt auch eine Kennzeichnung für diese Masken, und zwar auf der Verpackung eine CE mit einer Nummer da hinten und der Bezeichnung Typ 2 oder 2R. Wichtig aber für alle Masken, ihr müsst natürlich die Maske richtig tragen. Das heißt, Mund und Nase müssen lückenlos abgedeckt werden,
Beachtet im Zweifel einfach die mitgelieferte Gebrauchsanweisung oder lasst euch vielleicht in der Apotheke auch nochmal zeigen, wie die Maske richtig getragen wird. In Straßenbahnen und Bussen sollen auch noch die Stoßzeiten etwas entzerrt werden. Und darum sollen jetzt mehr Fahrzeuge durch die Verkehrsbetriebe eingesetzt werden. Außerdem, um auch in den Straßenbahnen und Bussen dafür zu sorgen, dass dort nicht so viele Menschen auf einmal sind, sollen auch die Arbeitgeber Homeoffice all jenen anbieten, bei denen es möglich ist. Also wenn Homeoffice nicht möglich ist, dann muss auf jeden Fall das Hygienekonzept in den Firmen erhöht werden oder ausreichende Abstände gewährleisten. Pro Person sollten zum Beispiel 10 Quadratmeter Platz zur Verfügung stehen. Kann dies am Arbeitsplatz nicht gewährt werden, müsste der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern medizinische Masken zur Verfügung stellen. Ja, der 8. Punkt der neuen Corona-Regeln betrifft die Pflegeeinrichtungen und Altersheime. Besucher müssen dort und auch die Mitarbeiter verpflichtend die FFP2-Masken tragen. Gottesdienste sind weiterhin mit Maske, Mindestabstand und ohne Gesang erlaubt. Außerdem ist aber auch noch wichtig für Familien zu wissen, dass das Kinderkrankentagegeld verdoppelt wird. Ja, was ist das eigentlich? Das ist eine Leistung für Berufstätige, die gezahlt wird, wenn das unter 12-jährige Kind erkrankt und zu Hause betreut werden muss. Die Kinderkrankentage pro Elternteil werden deshalb von der Regierung von bisher 10 auf 20 Tage verdoppelt. Alleinerziehende verfügen somit statt über 20 Tage nun über 40 Tage insgesamt. Ab dem dritten Kind erhöht sich die Anzahl der Kinderkrankentage insgesamt um 10 bzw. pro Elternteil um 5 Tage. Maximal bekommen Eltern und Alleinerziehende insgesamt aber 90 Kinderkrankentage im Jahr. Diese Regelung gilt rückwirkend ab dem 5. Januar 2021. Was man auch wissen muss, die Leistung wird auch dann gewährt, wenn Schulen und Kitas geschlossen sind und der Zugang somit zur Schule eingeschränkt ist. Sprich also, man kann einerseits natürlich bei Krankheit des Kindes darauf Rückschluss nehmen. Das heißt, man besorgt sich also eine ärztliche Bescheinigung, und das Kind wird krankgeschrieben, was auch telefonisch noch bis zum 31. März möglich ist. Oder aber ihr habt die Situation, dass ihr euer Kind nicht anders betreuen könnt, weil eben die Kita oder die Schule ja geschlossen sind. Dann könnt ihr euch auch eine Bescheinigung von der Kita oder der Schule holen. Und damit habt ihr einen Anspruch auf das Kinderkrankentagegeld. Außerdem, gut zu wissen für euch Familien, die Kita-Beiträge werden erstattet. Also für Eltern, deren Kinder von der angeordneten Kita und Hortschließung betroffen sind, werden die Beiträge für Hort und Kita für den Januar aktuell auf jeden Fall erstattet. Das war's mit den aktuellen Corona-Verordnungen. Ja, bleibt gesund.